Oh mein Gott! Zack und dampf! Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Maker. Heute mit einem mehr oder weniger kleinen Halloween-Special. Als erstes Level spielen wir nämlich Ghost House for Halloween von Emanuel bzw. wie er auf YouTube heißt, Superstar. Und er hat geschrieben, das war vor 3 Jahren, wo er das Level gebaut hat, als kleines Halloween-Special. Und das hat er mir eben jetzt perfekt zur Halloween-Zeit eingereicht. Beziehungsweise er hat schon vor längerer Zeit eingereicht, aber es passt relativ gut, dass das genau jetzt rankommt. Von daher spielen wir das jetzt. Und ich bin der Sos, Freunde. Wusstet ihr das schon? Ich glaube ja. Ich denke, ihr wusstet alle schon, dass ich ein richtiger Sos bin. Ist hier zufälligerweise ein Yoshi drin? Nö. Irgendein fettes Viech ist da drin. Okay, der hilft mir jetzt aber nicht unbedingt weiter, wisst ihr das? Der hilft mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht weiter. Als ob mich der Knochen jetzt erwischt hat, wie lächerlich. Wow! No! Oh Mann! Aber ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Und zack und zack und yo! Als ob ich das hinbekommen habe. Wow! Krass! Das war ehrlich gesagt gerade nicht so krass, was ich gemacht habe. Ja, das war eher mehr lächerlich, was ich da gerade gemacht habe. Jawohl, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Bisher war da immer was in der Mitte. Und da ist auch was. Jawohl. Gut versteckt. Hat man aber auch gesehen. Also war alles fair. Okay. War alles fair hier. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Das war wiederum nicht so gut. Okay. Ja, wir müssen halt nur die Wand jetzt langsam... Also eine Schicht hätte es auch getan, ehrlich gesagt, ne? Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Eine Schicht hätte es auch getan. Hätte auch gereicht. Aber schon okay. Schon okay. Zack. Okay, da würde ich noch ganz gerne einen Block weg haben. Ja, jetzt aber. Jetzt geht ein Block weg. Wow. Ja, wow. Okay, da ist eine Tür, da ist eine Tür und da ist eine Tür. Oh, und da ist ein One-Up. Okay. Welche Tür ist die richtige, ist die Frage. Ach so. Es war tatsächlich die Tür hier richtig. Okay, die erste war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und was ist die dritte dann? Die zweite ist auf jeden Fall falsch. Aha. Aha. Okay. Ich verstehe. Okay, ich verstehe. Wow. Nein. Okay, nehmen wir den P-Schalter wieder mit und schauen, dass wir hier mal ein paar von den Monty-Maulwürfen kaputt machen. Okay, das war eine echt dumme Aktion von mir. Und deshalb machen wir hinne und ich bin blöd. Hey. Nice, Leute. Fuck. Oh, wow. Wir sind groß und haben es hier durchgeschafft. Und das haben wir auch. Und zack und zack. Und boah, ich hatte schon Angst, wir stecken fest. Nee, alles gut. Alles gut zum Glück. Okay, jetzt müssen wir uns hier langsam nach oben arbeiten. Und dann wartet da drüben das Ziel auf uns, würde ich behaupten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ist das ätzend? Ja, ich hab's geschafft, Freunde. Und ab ins... LOL, das war ein Troll. Das war ein fetter Troll. Ja, lol. Okay. Okay. Hier nicht die Münzen runterspringen.
Ne, habe ich gesehen, dass da was war. Ja, so leicht trollst du mich nicht nochmal. Nur blöderweise rücken die Buhus von hinten auf, schätze ich. Also die Buhus von hinten kommen wahrscheinlich noch immer daher. Okay, weil am Anfang gab es ja so eine Buhu-Wand, die uns verfolgt hat. Und ich schätze mal, dass die nicht einfach weg ist, oder? Vermute ich jetzt mal. Jawohl, ein P-Schalter. Und den sollten wir, glaube ich, aktivieren. Wäre relativ wichtig. Okay. Yo, Leute, ich habe hier noch einen versteckten P-Schalter gefunden. Okay, den versteckten P-Schalter... Was war das? Okay, wir haben den zweiten P-Schalter aktiviert. Und das habe ich gerade echt scheiße gemacht. Egal. Wow, okay. Wir müssen nochmal P-Schalter aktivieren. Boah, ist das frustrierend. Oh mein Gott. Zack und... Da! So, bitte einmal nicht verkacken. Ich konnte den ja nicht ablegen, Mann. Ich will nicht mehr. Alter, ich bin jetzt schon fast... Nee, die Aufnahme geht schon eine Stunde. Junge. So, irgendwann wird es mir leider auch zu blöd. So, hier waren wir immer. Dann hätten wir hier... Ja. Ja, moin. Über die ganzen Hammer Bros. Ja, WTF. Wie soll das denn gehen? Nee, Alter. Dann noch den versteckten Block finden. Durch diese Röhre durch. Oh, ja. Das geht überhaupt nicht klar. Sorry, aber das ist... Man muss hier einmal mindestens sterben, um zu wissen, dass man da rüber muss. Beziehungsweise man kann es theoretisch sehen, wenn man da die ganze Zeit vorher hochjumpt, da an der Wand, da drüben. Wenn man da die unsichtbaren Blöcke hochjumpt, sieht man das zwar, aber... Ne. Unfair. So, jetzt nehmen wir noch ein einfacheres Level, und zwar von Martin. Das war sein erstes Level. Er findet es, glaube ich, nicht so gut, hat er dazu geschrieben. Ich gucke nochmal kurz nach. Gucken wir nach. Er hat dazu geschrieben. Es ist mein erstes Level, erwarte also nicht zu viel. Und ich finde es nicht so gut. Na, das werden wir uns doch mal ansehen, wie gut es ist. Alles klar. Gucken wir mal. Es hat eine Abschlussrate von 7%, also hinbekommen werden wir es auf jeden Fall, würde ich sagen. So, die Lakidu-Wolke, keine Ahnung, ob wir die brauchen. Oder eher nicht so. Wahrscheinlich schon. Sieht fast so aus. Oder wir überspringen hier gerade was. Was auch sein kann. Ich glaube, ja, wir haben da gerade das mit den Bloopern übersprungen. Es gibt Blooper in der Luft? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, moin. Nice. Okay, lol. Wie einfach kein Bowser, wie keine Bowser-Kampfmucke kommt, weil... Jetzt kommt sie, weil dieser P-Schalter-Sound noch die ganze Zeit da war. Ja, wow. Was passiert eigentlich da hinten, wenn die Wand komplett zerstört wird? Was ist da am Happenen, wenn das passiert? Oder ist diese Wand unendlich dick? Naja, unendlich dick geht ja gar nicht. Aber, oh Gott, Bowser Jr. ist ja auch noch da. Und Kamek ist auch noch da. Und da und, wow. Okay. Wunderschön. Da ist Yoshi und ein P-Schalter. Ja, mit diesen Geistkreisen kenne ich mich ja schon aus. Von denen hatte ich ja im vorherigen Level gerade genug. So, zack, Yoshi. Einmal bitte kurz hier nach oben. Zack. Ganz weit hier rüber. Yoshi einmal abspringen. Bitte was? Hätte ich Bowser Jr. auch noch besiegen müssen? Okay, dann versuchen wir mal Bowser Jr. auch zu besiegen. Bams, mein Freund. Okay. Zack. Und noch einen Hit.
Jawohl, danke dir. Okay, er gibt uns den zweiten Schlüssel. Oh mein Gott, das ist gerade peinlich gewesen. Okay, da vorne wartet Yoshi wieder auf uns. Da 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 da. Passt ja alles sehr gut zu Halloween tatsächlich. Wir haben zwei Schlüssel, oder? I think so. Aber es wird nur einer angezeigt. Achso, den einen haben wir schon eingesetzt. Okay, dann verwenden wir auch mal diese Tür hier. Und kommen bei irgendeiner Röhre raus, die wir betreten und vielleicht schon am Ziel rauskommen. Nö, noch nicht ganz. Oh, wir müssen mit Yoshi hier noch anscheinend einen kleinen Parcours bewältigen. Okay, haben wir doch bisher ganz gut hinbekommen. Was? Was war das denn? Egal, wir haben es geschafft. Hey, Freunde. Alles klar. Uiuiui, da haben wir ja immerhin ein Level noch richtig abgeschlossen bekommen. Ja, aber Superstar in Stern hast du natürlich trotzdem bekommen, aber das am Ende war halt doch ein bisschen unfair. Vielleicht war ich auch einfach dem Skill nicht ganz gewachsen oder ich habe beim Aufstehen heute den Skill im Bett vergessen, das weiß ich nicht. Irgendwas auf jeden Fall. Gut, du bekommst auch einen Stern. Ich fand das Level gar nicht so schlecht, vor allem nicht für dein erstes Level. Also, ging voll klar. Also, Dankeschön. So, das war's dann für heute. Nach über einer Stunde Aufnahme beende ich dann auch mal. Eieieiei, ich glaube, euer Part ist tatsächlich gar nicht so lange, wie ich glaube. Sorry, falls er etwas zu kurz ist, aber ja, passiert halt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.